Hallo Lieben, ich habe euch auf Instagram und auf Snapchat gefragt, ob ihr mir mal Fragen stellen möchtet, weil ich mir dachte, ich mache mal wieder ein Q&A für euch und ohne viel zu reden würde ich sagen, wir fangen direkt an. Ich muss da noch ganz kurz was sagen und zwar wollte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Eure Fragen waren so cool. Ihr habt mir so viele Fragen gestellt. Vielen, vielen Dank dafür und ich versuche so viele wie möglich zu beantworten. Lynn-Mac hat gefragt, mit wie vielen Jahren hast du angefangen zu singen? Dazu kann ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar war das so, ich habe eigentlich schon immer gesungen und oder irgendwie gesummt, als ich halt noch kleiner war. Aber ich kann mich halt einfach nicht daran erinnern, dass ich mal nicht gesungen habe. Aber dieser Moment, wo ich so wirklich gemerkt habe, das ist das, was ich machen will und dass ich das Lied total liebe, war, als wir im Bulgarien-Urlaub waren. Das war mit meinen Verwandten und meinen Eltern halt. Und das war so, ich hatte so ein kleines Büchlein, das war so ein alle meine Entchen-Büchlein. Und dann habe ich das die ganze Zeit gesungen und dann, also wir saßen irgendwie so im Raum und alle haben geredet. Das war, glaube ich, irgendwie mein Geburtstag oder von irgendjemand anderen. Oder von irgendjemand anderes ein Geburtstag. Auf jeden Fall waren da halt ganz viele Menschen im Raum und dann habe ich halt die ganze Zeit gesungen und also so für mich. Und dann wurden auf einmal irgendwie alle leise und dann habe ich voll weiter gesungen und war voll enthusiastisch dabei. Dann habe ich irgendwie so gemerkt, dass das wirklich so das ist, was ich machen will. Beziehungsweise, okay, als ich 2 war, habe ich es glaube ich noch nicht so richtig gemerkt. Aber seitdem, also eigentlich seit immer, aber besonders seitdem, was ich einfach, ich will singen, ich will für Leute singen, ich will Leute begeistern, ich will auf der Bühne stehen und das ist das, was ich liebe. _pxx.a fragt, wie lange brauchst du im Bad? Immer unterschiedlich, also meistens brauche ich 5 Minuten im, okay, nein, nicht 5 Minuten, aber 10 Minuten vielleicht im Bad, weil ich mich zur Schule immer, also zurzeit eigentlich nur mit Concealer schminke und ja, Zähneputzen, bla bla, geht ja ganz schön schnell und ja, deswegen eigentlich 10 Minuten, aber natürlich nehme ich mir auch gerne Zeit und dann kann es gerne nochmal 2 Stunden dauern, weil ich einfach liebe, mich zu schminken und meine Haare irgendwie zu machen und deswegen kann es auch auf jeden Fall mal länger dauern, aber unter der Woche und wenn ich einfach keine Lust habe und einfach lieber schlafen will, weil das mir wichtiger ist, als in der Schule gut auszusehen, mache ich einfach Concealer drauf und dann geht's los. Franka_Pelli fragt, was sind deine Lieblingsläden? Ich liebe so viele Läden, aber ich glaube, meine Nummer 1 ist eigentlich, okay, dann habe ich nicht, aber ich gehe ganz gerne zu H&M, Zara, Mango, Bershka, oh mein Gott, natürlich auch Nike, mag ich auch sehr gerne. Das sind jetzt eigentlich so die Läden, die mir als erstes einfallen, ja. Rabella Whitey fragt, was war deine liebste Haarfarbe, die du hattest? Ich liebe das im Moment sehr gerne. Ich mochte aber auch das Blond sehr gerne, ich mochte auch das Braun sehr gerne. Also ich kann mich einfach gar nicht entscheiden. Aber ich bin sehr glücklich mit dem, was ich gerade in meinen Haaren habe. XChiaraXX fragt, wann fing deine Vorliebe für Mode an? Und love you too. Und bei mir war es eigentlich schon immer so, dass ich meine Outfits gerne selbst zusammengestellt habe. Also eigentlich auch, als ich mega klein war. War es mir irgendwie voll wichtig, dass ich mich selbst anziehe und mir die Sachen selbst raussuche und das anziehe, was ich mag. Und das fing eigentlich schon ziemlich früh an. Also ich kann mich gar nicht so daran erinnern, dass es irgendwie einen bestimmten Tag gab. Aber ja, das hat schon ziemlich früh angefangen. xx.bibinator.jenko.xx fragt, hattest du schon mal einen Freund? Nein, ich hatte noch keinen Freund. Ich habe auch im Moment keinen Freund. Und ich finde es auch irgendwie gar nicht schlimm. Also ja. Lukas Molly Fanpage fragt, wirst du noch oft auf der Straße erkannt wegen The Voice Kids? Ich werde sehr oft, okay, was heißt sehr oft, aber ich werde auf jeden Fall oft auf der Straße erkannt und ich freue mich mega. Das ist eigentlich immer so, wenn ich irgendwie in die Stadt gehe oder so, dann werde ich eigentlich immer angesprochen oder mir schreiben dann am Abend ein paar Leute auf Instagram so, ja, ich habe dich heute in der Stadt gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Und so freue ich mich auf jeden Fall immer, wenn ihr mich ansprecht. Ich bin da immer sehr, sehr glücklich und finde das voll cool. Aber das ist eigentlich nie wegen The Voice Kids. Ich bin einfach für mich und auch für meine Zuschauer nicht Pia von The Voice Kids, sondern ich bin Pia. Meistens bin ich dann Pia von YouTube oder von Instagram, aber ich bin ja eigentlich Pia und nicht irgendwie Pia von The Voice Kids. The Voice Kids war für mich eine coole Zeit, es hat mega Spaß gemacht, bla bla bla, aber letztendlich habe ich mir alles selbst erarbeitet und klar hat The Voice Kids mir so einen kleinen Push gegeben, sag ich jetzt mal. Also mich haben dann schon ein paar mehr Leute gesehen, aber trotzdem habe ich eigentlich mir alles selbst erarbeitet sozusagen und bin einfach deswegen Pia und nicht Pia von The Voice Kids. Franzi XO fragt, dein WhatsApp-Status. Mein WhatsApp-Status, den kann ich schon auswendig, den habe ich nämlich schon ein bisschen länger drin. If I got a dollar for every time I thought about you, I would start thinking about you. Und für die, die es nicht verstanden haben, nochmal auf Deutsch. Wenn ich jedes Mal, wenn ich über dich nachdenke, einen Euro bekommen würde oder einen Dollar, dann würde ich anfangen, also dann würde ich erst anfangen, über dich nachzudenken. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist eigentlich so ziemlich the story of my life.
Kiwile02.ls fragt, gehst du oft feiern? Ich gehe gerne feiern, aber ich gehe gar nicht so oft feiern. Also so ein paar Mal im Jahr. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich jedes Wochenende feiern gehe. Aber ja, was heißt oft? Also ich gehe halt so ein paar Mal im Jahr so. Oder so ein paar Mal im Monat. Also kommt immer darauf an, was so gerade für Partys sind. Aber ja, also oft würde ich das jetzt nicht nennen, aber sagen wir mal ab und zu. Joanna-Kuhn, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, fragt, magst du lieber Pizza oder Döner? Oh, das ist sehr, sehr, sehr schwer. Aber es kommt immer darauf an, worauf ich gerade Lust habe. Weil manchmal ist es einfach so Pizza, manchmal ist es einfach so Döner. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Weil es ist beides Nummer eins. Und danke übrigens, ich habe jetzt Hunger wegen dir, Joanna Kuhn. Isabella PTZR fragt, was macht dich perfekt unperfekt? Mich macht eigentlich alles perfekt unperfekt. Also ich bin in keinster Weise irgendwie perfekt. Und das ist auch gut so. Und ja, also mich macht eigentlich alles perfekt unperfekt. Chada X Irem fragt, ein Kleidungsstück, in dem du wohnst. Das ist nicht ein Kleidungsstück, aber das ist so diese Kategorie. Und zwar sind das Jogginghosen. Oh mein Gott. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, mit einer normalen Hose zu Hause rumzulaufen. Das geht einfach nicht. Deswegen sind das Jogginghosen und ich liebe Jogginghosen über alles. Patricia Heul fragt, was schätzt du am meisten an deinen Fans? Ich sage ja das Wort Fans nicht ganz so gerne, aber ich schätze an meinen Zuschauern, sage ich jetzt einfach mal, dass sie immer für mich da sind, dass ich einfach immer auf sie zählen kann und dass sie einfach so unglaublich süß sind. Ich bin einfach so, 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 so dankbar für jeden Einzelnen. Und ja, dass sie mich einfach die ganze Zeit unterstützen. Das Ganze gibt mir einfach so viele Motivationen, weiterzumachen. Und sie bringen mich einfach zum Lächeln. Und ich finde, Lächeln ist eines der schönsten Dinge, die es auf der Welt gibt. Und ja, deswegen. LXTTA unterstrich fragt, Schokolade, Gummibärchen oder Chips? Ich bin eigentlich so gut wie immer Anti-Gummibärchen. Also ich esse gar nicht so gerne Gummibärchen. Ich finde jetzt nicht so wow. Aber Chips und Schokolade. Oh mein Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Es ist wieder so von meiner Stimmung abhängig. Also manchmal ist es Schokolade, manchmal sind es Chips, aber gerade sind es Chips. Oh mein Gott, geil. Mayra-Lena fragt, hast du Gesangsunterricht und hast du dir das Gitarrespielen selbst beigebracht? Ja, ich habe mir das Gitarrespielen selbst beigebracht und nein, ich habe keinen Gesangsunterricht. Julia Le Grottagli fragt, gehst du auf ein Gymnasium? Ja, ich gehe auf ein Gymnasium und ich gehe jetzt halt in die 11. Klasse und das ist ganz schön anstrengend, aber ja. M.Shell201 fragt, beschreib dich in 3 Wörtern. Anders, lebensfroh und stark, weil ich sehr viel einstecken muss, sag ich jetzt mal, und dadurch einfach sehr stark geworden bin. Und das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, wie immer, sehr, dass es euch gefallen hat und dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann!